Scheiße. Also mit, das mit den, das sind deine drei Beschreibungen, die treffen ziemlich genau auf den heutigen LFR zu, was der Grund ist, warum ich da überhaupt nicht mehr reingehen will. Also ich war noch drin, solange ich noch die Legendary Items für CDD gesammelt habe, aber... Das ist echt schlimm. Wobei, jetzt wo wir das dann so werde ich es ja dann alles zu 10 machen. Ja, da läuft das Ganze dann. Na, dann zu 10 kann man den LFR ja auch machen. Also die restlichen 15 sind eh AFK oder auf Auto-Hit Follow oder was weiß ich. Ja, aber es sind halt dann wirklich nur für 10 Leute. Also, ich glaube mit uns. Wir wollten eigentlich mal probieren, ob wir mit einer Fünfergruppe durch den LFR durchkommen. Leider kriegen wir es nicht zusammen mit 5 Leuten alle Leute rauszukicken. Schaffen wir es mit 5 Leuten keine, nicht alle Leute. Deswegen schaffen wir es nicht. Scheitern an der grundlegenden Aufgabe, die Leute zu vertreiben. Wir müssen dann mit 10 Leuten rein, alle mit Ausschlusswahl raus und dann die restlichen 5 freiwillig gehen. Die dann noch gehen. Ja, aber jetzt dann nächstes Patch, also die Squalo und so drinnen, da kannst du es dann machen. Weil dann ist es dann so wie im Flex-Modus, glaube ich. Oder ist es, glaube ich, für 10 Spieler oder für 25 irgendwie, ne? LFR bleibt für 25. Nee, für 10 oder 25. Ach, das ist schön. Also man kann es dann wirklich gildenintern zu 10 machen. Das ist okay, dann habe ich wieder einen Grund LFR zu gehen. Wenn ich dann, weil mit nur 10 Gimps, dann kannst du besser und die Fittiche packen und kannst die Leute mal spezifisch beschuldigen, wenn sie mal scheiße machen, weil bei 25 ist das immer ungünstig. Ja, oder du kannst dann wirklich so, ihr könnt es dann gildenintern machen, bestimmt 10 Leute. Ja, 10 Leute kriegen wir so oder so. Die Frage ist, wir brauchen 20 Leute für Mystic. Ah, stimmt. Ja. Also Mystic und HC und normal sind ja dann das, was jetzt Flex und normal ist. Aber also braucht man wirklich nur konstant 20 Leute. Weil ja. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Genau. Zum Raid-Wesen und zum Vorteil. Ja, du hast zwar nicht die ganzen Begrenzungen, die du im 10er hast, aber es ist andererseits wieder die Sache mit dem... Ja, jetzt kriegst du 20 Leute überhaupt zusammen. Das ist wirklich schade für 10er Gilden, die wirklich nur 10 Leute. Wir haben momentan in unserem Raid Pool ca. 13 Leute, von denen durchschnittlich 11 da sind. Aber was ich dann halt wieder gut finde, dann werden halt viele kleine Gilden wieder mehr so zusammenarbeiten. Haut jemand auf den Gong? Weil dann werden kleine Gilden sagen, ja, wir raiden mit euch zusammen, dann schmeißen wir unsere Leute zusammen, damit wir... Wir müssen halt nur schauen, ob wir noch irgendwann eine Gilde kriegen, die mit uns zusammenarbeitet. Also wir brauchen halt eine Gilde, die ungefähr genauso gut ist wie wir. Ja, ihr braucht nur ein paar Leute, die genauso gut sind. Ihr braucht eine ganze Gilde, die genauso gut ist. Ja, wir kriegen unsere Leute teilweise auch dazu, dass sie auch besser spielen. Wir haben natürlich auch mal ein paar Total-Gimps dabei gehabt bei uns in der Gilde, die überhaupt nichts gekonnt haben. Die haben die sogar wir rausgeschmissen, was eine Leistung ist. Bei uns wegen mangelndem Skill rauszufliegen, das ist eine Leistung. Da musst du wirklich ein Total-Gimp sein. Der totale Gimp. Ja, die meisten Leute gehen ja bei uns, weil wir eigentlich ein zu niedriges Niveau haben. Wobei wir jetzt mit 7 von 8, 9 von 14 HC-Bossen auch nicht mehr so schlecht dran stehen. Ja, aber der kommt wirklich ausgeglichen. Oder kannst du Orgel mal noch sehen? Also ich mag die ersten 4 Bosse und ich habe immer dann Hoffnung beim 6. Boss, dass dann doch vielleicht mal eine meiner beiden Waffen, an denen wir jetzt schon HC vorbei sind, mal droppen könnte, aber die droppen ja nie. Ich habe in dem ganzen Raid, glaube ich, noch keine einzige Melee-Einhandwaffe gesehen, die HC gedroppt ist. Ja, stimmt. Und dann rastet der MTS aus, als wieder nicht gedroppt ist. Das ist ein Erzählen, ja. Das 15. Mal oder so. Ja, also ich würd mich ja sogar mit Stärke-Einhandwaffen zufrieden geben, aber Hauptsache ich habe mal was auf HC. Und das ist wichtig, HC!
Ich meine, mein komplettes Gear ist mittlerweile HC. Bis ich lauf schon mal zum Quest-Mob. Was? Ich lauf schon mal zum Quest-Mob. Aber nur einmal abgeben, sonst nicht mehr. Ja, ja. Ich hab 3 Randoms dabei. Ja, ich lauf schon mal vor, dass ich auf jeden Fall weiter vorne bin. Ich, also ich sollte die erste Quest gleich. Ich hab's ja noch angenommen. Abgeben. So. Jetzt aber nicht annehmen, oder? Ne, erst warten, bis die anderen machen. Jetzt kommt das dann automatisch, also weil du jetzt die Quest hast. Ja, ja, das ist jetzt. Dann. Ja, nicht die haben das halt dumm gemacht, dass man erst eine Quest vorher abgeben muss. Ja. Ich habe immer noch meinen Feuerlöscher bei mir. Der wertet das ganze Equipment vom Style her um 10% auf. Hallo, nicht jeder hat so einen Wasserbehälter hinten am Rücken. Ja, wirklich stylisch. Ne, schau, oder? Grisi wird mal so Modedesigner, dann gibt es. Feuerwehr-Modedesigner. So für Handwerksberufe und so tolle Sachen. Der Fußballer von morgen mit Helm, mit Bauarbeiterhelm und Schraubenschlüssel. Zur Ballverteidigung. Du kommst nicht vorbei! Alleck. Allmächt. Ja, natürlich, jetzt wird meine Verwüstung verfehlt. Nee, doch nicht. Kommt's. Dann hat doch irgendwann hat was anderes verfehlt. Der Feuerungsbrunst. Jetzt stehen wir wieder hier, 5 Minuten lang. Ja, das kenne ich irgendwo her, ich hab schon Déjà-vu. Warte, bist der aus einem leblosen Stück Stein. Ein lebloses Stück Stein macht? Nein, Stahl. Stein. Ja, die Seelenzüge, das sieht aus wie Seelenzüge. Wir müssen ihm einen anderen Ohrwurm geben. Pink Fluffy Unicorn. Nein! On Rainbows. Nein! Nein! Pink Fluffy Unicorn, dancing on Rainbows. Hat jemand eine Bratpfanne, dann müssen ihn betäuben. Oder wie heißt mir? Wie ein Wandel. Nee, das funktioniert nicht so. Und Bounce-Wind. So. Dauer ist immer noch auswendig. Dauerschleifen-Mucke oder sowas. Pink Fluffy Unicorns. Ich könnte ja eigentlich auch mal meinen Desktop gehen und meine Musik auspacken, aber ich glaube, die will nicht jeder hören. Nee. Vor allem kriegen wir dann wieder Probleme mit YouTube. Du musst uns auch nicht foltern oder so. Für das deutsche Vaterland. Wieso heilt der Heiler eigentlich gerade nicht, oder wo ist der überhaupt? Ja, die Heiler heilen nicht, habe ich doch gesagt. Ja, der macht das Heiler ist abwesend. Ja, macht doch nicht Platz. Der Heiler bekommt Schaden. 3K, Crit-Heilung. Hast du eigentlich selbstloser Heiler schon? Ich glaube, es kommt das kriegt er jetzt, oder? Dann das ist Talent. Ja, Talent ist das mit Level 45. Ich hol mal lieber die Flamme. Ja, aber ich finde halt. Weil Flamme ist echt immer, wenn man mit 5x Bastion der Herrlichkeit. Jetzt brauchst du ja im Levelbereich. Ich glaube nicht, dass du im Levelbereich nur so 5x ins Deck kriegst. So, dieser Buff von Selbstblut Heiler bleibt dann die ganze Zeit. Den kannst du dich manchmal selber halten. Du kannst voll viel pullen. Und ja, selber mal nichts denn machen, wie lange du da bist. Kann ich auch andere Leute mit meinen Funken haben und nicht mal durchkommen? Geht nicht. Hörst du deinen Klumpstein? Sag mal, Klumpstein. Ja, davon hab ich überhaupt gerade keine. Gott, Batzen. Niemand kriegt meine Steine. Wo wir gerade dabei sind, sie im Stein. Der Chrissy ist auch im Steinsammelclub.
Ah ja, Gesundheitssteine. Da wir gerade dabei waren, ne? Genau. Ich frage mich, was der Heiler gerade für epische Abenteuer alleine erlebt. Der macht allein, weil. Der macht gerade einen toten Weg, Alter. So. Macht er. Ja, der räumt auf, gut. Ja. Das war eigentlich sehr egoistisch. Ja. Für den Mann denkt, dass ich. Wenn man alleine rumhalten, ist es spitz. Lichtblitz, Schreiter, Lichtblitz. Oder Siegel der Einzelne. Ja, und das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn ich jetzt schon allein bin. Den göttlichen Schatz können wir mal ziehen. Zuckt er da einen Saft? Der Saft doch. Ja, der macht das echt so. Ja, das ist einfach aufpasst, dann kommt der Boss. Was machst du mit deinem? Oh cool, ich kann ihn stunnen. Ich lach ihn aus, wenn er stirbt. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich weiß nicht, wie lange ich den hier noch aushalte. Die zwei Kanacken schaffen das schon. Hallo, das ist ein Schurke und... Ja, aber das ist ein Springenschurke. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Das sind diese möchtegern PvP-Spieler. Ach halt, ich muss die Quest... Oh, die Quest. Die Quest, genau. Deswegen waren wir ja da. Die Quest. Ich hab schon wieder das Auge am Spieß gewonnen. Saftiges Auge am Spieß. Will noch jemand ein saftiges, gebratenes Auge am Spieß? Guckste. Gut, dass man die Abkürzung nehmen kann. Elf Ausdauer. Ja. Ich kann jetzt nehmen, welchen ich will, weil es sind beides die gleichen. Nur der hat schon nimmer Sack gepult. Ja, der macht alles alleine, der Typ. Alles! Ja, Mönche sind OP. Ja, das nervt einfach nur. Das hat nichts mit OP zu tun. Das ist einfach nur Nerven. Der hat Nerven, das gehört. Mein Bruder hat's mal geschafft, mit einem DD-Mönch Uldermann alleine zu machen. Während er Level 40 war. Da hat er diese Kugel, glaube ich, schon. Er hatte sie noch nicht, aber er hatte Führerfäuste und er hat sich mit den Rollen schön von den Gegnern entfernt, bis Kammerberührung wieder ready war und hat sich mit Schadensumleitung hochgeheilt. Das heißt, er ist die ganze Zeit durch die Ehe gekugelt. Ja, hat er. Der hat die Mobs so lange gekaltet, bis sie tot waren. Er hat dann, während Kammerberührung ready war, hat er draufgeholzt. So, das weiß ich, bin tot. Da ich hat hab er keine ja, Lust mehr zu machen. Da hat er ja keinen Schaden mehr gekriegt. Ja. Mit Führerfäuste hat er sich immer wieder umgedreht, wenn die Führerfäuste wieder ready waren, hat er sich auch umgedreht, weil er sie kurz mit dem Stun weghauen können. Und dann, ja, immer hin und her gekaltet. Hin und her. Ja, da vor allem den Anfangsbereich so schön ausnutzen können, weil da kannst du ja schön ewig im Kreis rennen. Leute, probiert mal was aus. Legt eure Zunge auf euren hinteren Backenzahn und sagt, ich bin nicht behindert. Dann fällt sich das Ganze so an. Ich bin nicht behindert! Tommy, du? Ich bin behindert. Der läuft trotzdem nur weiter. Was geht denn mit euch? Saft ihr oder was? Ich bin auch schnell durch, aber trotzdem. Ja, soll es mal mit Gemütlichkeit probieren. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jetzt nochmal 9 Uhr, warum will ich? Pink, Fluffy, Unicorns, Dancing on Rainbows. Das passiert mir immer noch und das bringt's bei mir nicht. Pink, Fluffy, Unicorns, Dancing on Rainbows. Oder. Yuki. Vielleicht solltest du weniger mit Eierschocken probieren. Bisschen mehr Mucke, ein bisschen Spucke und alles wird wieder gut. Na dann, hast du die locker angedrängt. So ist die Idee, ja. Eierschaft. Wenn sie mich hier... Stellen. Ich habe leider noch keine Hand der Freiheit. Jetzt werden wir gleich von hinten genommen. Ist doch cool. Für dich.
Das ist der Akku. Oh, jetzt sind wir nicht beschossen. Scheiß, kann man wieder nicht wegfrieren. Das war ja klar, weil er das alles umkrüppelt hat. Wird sowieso nicht frieren. In der Nanny, das kann ja sehr böse Folgen haben. Ja, wie Balo schon gesagt hat, 4 bewirkt, dass der Mob in die nächstbeste Gruppe rennt, die genau so stark ist, dass die Gruppe nicht sofort wipe, sondern zunächst alles ist sämtlich in mehr als 30-minütigen Klassenskills verballert ist und dann wiped. Ich wipe gerade. Beim Zahlen. Bewegungsunfähig. Bitch Pussy Moves hier. Alle gestunt. Und jetzt mal unten zu Feier. Und Feuerregen und ich habe immer noch Agro. Den würdest du schön langsam einzahlen. Das ist immer was zu tun. Ja, so immer wieder. Dann nimmst du den als Beschäftigung. So mit dem jetzt langweilig wird. Die zwei nerven übelst. Das ist der Flug ja auch schon auf dem Trip. Ja, das ist ein Schuss. Wichtigste Glühwein habe ich trotzdem schon drin. Rechts auf in der Rückseite. Das ist doch so feige, die Glühwein. Die ist ehrlich sehr wichtig. Ja. So funktioniert die ganze Palataktik. Ja, Gottesschild Ruhestein, hallo, das ist Palataktik, die steht auf Seite 1. Wenn du mal wirklich die Düse kriegst, aktiviere das Gottesschild, benutze den Ruhestein. Ich finde die Taktik immer noch feige. Weißt du, wofür ich sie ganz gerne habe? Und ich weiß, dass es dir jetzt wahrscheinlich was hier anklingt, aber wenn man in Halle der Blitze ist, dann kommen dann so ganz viele Mob-Packs, ne? Und ganz viel Schaden, während man läuft. Also, ich als Tank-Panadin halte das ja aus. Also, nein, wieso muss der mich jetzt da runterkicken? Habe ich immer dieses ganze Patrouille rundherum gepult plus Boss, hab den Akkordeschild aktiviert und den Ruhestein. Das ist fies. Das war sehr fies, ja. Ja, da war auch mal einer dabei, der ist die ganze Zeit vorgestürmt und hat gemeint, er muss da gleich immer reinspringen, bin nicht zum Andenken gekommen, nix. Und irgendwann bin ich da ein paar Mal stehen geblieben und hab dann eiskalt zugeschaut, wie mir die ganze sämtliche Gruppe gestorben ist. Und danach habe ich dann als bluttotes Ritter die Mobs alleine fertig gemacht, die noch da waren und gekämpft haben. Mhm. Ich habe das damals gemacht, weil ich bin reingekommen und hab gleich mal so einen Vollassi angetroffen. Erstmal gemeint, die ersten zwei Gruppen wollte alleine und so. Ah ja. Okay. Wenn du so sein kannst, kann ich auch so sein. Ja. Na ja. Das war nicht lustig für den. Das glaube ich. Tja. Tisch glaube ich gern. Gian, ja, passt. Ich war schon. Meine 360 Gold sind angekommen. Aber erstmal loot ich hier den Rest noch, nachdem ich der da oben runter gekickt hat. Das ist schon immer bitter. Das ist bitter, ja. Oh, das war nur ein Pilz. Ein Pilz. Unterschätze niemals Pilze. Schau Super Mario an. Ich dachte jetzt eher an Thema aus LOL. Die süchtig macht. Mhm. Von Super Mario. So, mein Vater an. Neue Indie. Der Holdbonus ist jetzt leider auch weg. Jo, leider. 344 Gold, 83 Silber und 15 Kupfer. So genau wollten wir es nicht wissen, aber gut. 1007 Gold. Für irgendwas ein Spruch fällt mir dazu mal ein. Die Wette Geld. Give me all your money. Hast du irgendwie Beutel? Hey, toll, ich hab einen Plattenkopf. Den tollen blauen Plattenkopf. Das war ein Ausdauer-Agi-Ring, das habe ich schon am Namen erkannt. Bringt mir aber nix. Toll. Ach, jetzt wollte ich meine Duschkittel verkaufen, jetzt geht's los.